Schlüssel oben, da vorne, da vorne. Mitte. Oh, oh, Kacke. Hey, ja, Digga, nicht reinfahren. Zu holen? Da ist ein Bulle rechts von uns. Die Bullen, die Bullen, die Bullen, die Bullen. Die Bullen, die Bullen, die Bullen, die Bullen. Knallt die weg, knallt die weg, knallt die weg. Ja. Fahr, fahr, auf die Bullen. Heli, auf den Heli, auf den Heli, auf den Heli. Hallo. Ja, ganz ruhig, Namaste, meine Freunde. Nee, Ende hochnehmen. Wer ist denn dran, Digga? Ey, ey, bleib mal stehen, fahr mal ein Stück vor oder zurück, schnell, wichtig, wichtig. Steig mal alle aus, außer Rick, und Rick, versuch Hector irgendwie am Cage einzusammeln. Der wird von den Bullen gecatcht. Wenn die ihn jetzt kriegen, bleibt er ganz lange drin. Warte, ich komme mit rein. Am Cage oder außerhalb? Bleib mal erstmal hier. Weil da oben war gerade ein Auto. Guck mal auf dem Dach. Fahr mal rum. Auf, hä? Das macht doch Sinn, dass die kommen. Nein, Digga, nein. Nein, nein, nein. Alles cool, nein, nein. Okay, alles klar, wir haben gerade ein bisschen mit Bullen, die ist aus Piss. Ja, Frank drückt mich weg. Musst du mal anrufen, John, bei dir geht er. Schlüssel oben, da vorne, da vorne. Mitte. Oh, oh, Kacke. Ey, ja, Digga, wieder was geschossen. Zu holen? Da ist ein Bulle rechts von uns. Die Bullen, die Bullen, die Bullen, die Bullen. Die Bullen, die Bullen, die Bullen, die Bullen. Knallt die weg, knallt die weg, knallt die weg. Ja. Fahr, fahr, auf fahr, die fahr. Bullen. Heli, auf den Heli, auf den Heli, auf den Heli. Nein, auf den Bullen, Bruder, schießt nicht auf den Heli. Fahr vorne, Bruder, auf den Bullen, der Junge links Treppe. Der braucht Hilfe. Ja, du fährst wie ein Auto. Ja, dann steck doch aus. Digga. Der liegt. Der liegt. Alle aussteigen. Zusammen. Zusammenbleiben, zusammenbleiben. Niemand trennt sich, niemand trennt sich. Ja, da unten. Hallo, niemand hallo, bleibt hallo. Alleine stehen, niemand bleibt alleine stehen. Komm, weiter, weiter, weiter. Wir stehen und fallen zusammen, Jungs. Weiter, geradeaus. Alle hoch, 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 hoch. Das ist aufs Dach. Ja. Wo seid ihr? Hä? Was? Wo seid ihr? Wir laufen, wir fahren gerade. Wo seid ihr? Ich bin auf einem Dach. Ich musste abhauen, weil ich habe keine Waffe gehabt. Ich habe nur meinen Stab. Ich bin da oben auf dem Dach. Okay, schnell, du bist gesagt. Also safe. Ja. Wo sind die anderen? Warte, ich... Warte, warte, bleib kurz dran. Ich habe hier gute Aussicht. Warte. Wenn ich runter gucke... Okay, die Kreuzung ist noch voll mit Cops. Die anderen sind irgendwie weiter abgehauen, aber ich kam nicht hinterher. Ich glaube, die sind gerade in die... Ich glaube, die sind gerade in die Bank gelaufen. Aber da waren viele, viele Cops hinterher. Ja, ich sehe die. Helikopter, ja, alles. Ja, Helikopter, das großes Aufgebot. Ja, ich weiß. Oh, Digga, was ist denn hier los? Helikopter fliegt hier rum, ich muss kurz verstecken. Bist du safe? Ja, ja. Wir waren ja gar nicht dabei, Digga. Ach, Kacke. Ja, das habe ich gerade vor. Ja, ich komme hier ja, erstmal nicht weg. Oh, ich habe auf jeden Fall. Rum, ich habe auf jeden Fall zwei Schussverletzungen, Digga. Mir geht's richtig räudig. Ru-
Sollen wir dich irgendwo holen? Wo bist du? Ganz schlecht, ich bin so richtig zentral in dem Punkt. Also ist nicht gut, wenn ihr mich jetzt holt. Ah, ich ver... Scheiße, ich bin am Arsch. Bruder, ich ruf mal ganz kurz an, bei den anderen durch, ja? Ja. Hallo. Ah, ganz ruhig, Namaste, meine Freunde. Nee, Hände hochnehmen. Ganz ruhig. Bitte, haben Sie gefährliche Gegenstände dabei, wo man sich verletzen kann? Ich habe nur meinen Kampfstab. Okay, werde ich Sie mal durchsuchen? Gar kein Problem. Mir geht's aber nicht wirklich gut, ich habe 2 Schüsse abbekommen. Okay, werde ich Sie erstmal festnehmen? Gar kein Problem. Sie begleiten uns kurz runter. Und dann werden wir unten Ihnen dann Handschellen annehmen. Alles klar. Bitte, Kind, ich geh mal. Bitte? Der? Ja. Ja. So, und dann hat der ein Dispatch gestellt. Und sie kommt nah an den Anfang. Jetzt langsam zur Seite. Ja. Waffe weg. Ah. Ja, ganz ruhig. Ganz Hände ruhig. Hoch, bitte. Gut, und Sie nehmen jetzt bitte erstmal die Maske ab. Ist gar kein Problem. Beweg mal linke Hand, nicht schießen, alles gut. Gut, jetzt langsam umdrehen. Nein, Moment. Kollege, mal ein bisschen aus. Irrenmann! Ich hätte gerne einmal Ihren Ausweis gesehen. Ja, gar kein Problem. Darf ich dazu meine Tasche greifen? Ja. Okay. Hier, bitteschön. Herr Bladewinkel, okay. Mhm. Haben wir den Ausweis zurück? Wung Shu heiße ich. Gut. Danke. Jetzt drehen Sie sich bitte wieder einmal zur Wand um. Kein Problem. Ich werde Sie jetzt einmal durchsuchen. Nehmen Sie bitte einmal die Hände hoch. Ja. Ich würde aber um ärztliche Hilfe noch bitten, weil... Ja. ...ich Schuss abbekommen habe. Okay, ich nehme Ihnen einmal vorsorglich den Baseballschläger ab. Das ist kein Baseballschläger, das ist ein Kampfstab. Den Billardkö, den bekommen Sie gleich dann wieder. Richtig. Gut, ich werde Ihnen jetzt einmal prophylaktisch Handschellen anlegen. Ja, aber nicht so fest. Ich, wie gesagt, ich habe einen Schuss im Arm. Ja, gut. Und dann werden wir Sie, ich werde die einmal locker anlegen. Okay. Und dann folgen Sie mir einmal. Kein Problem. Herr Winkel. Herr Wung Shu, bitte. Wie? Wung Shu. Ja, Wung Shu. Ja gut, auf Ihrem Ausweis steht oder was anderes. Ja, das stimmt. Mein Name ist Shepard, PD07. Das ist zu meiner Rechten. Ja. Das ist meine Kollegin. Wir hätten da noch 1-2 Fragen an Sie. Ja, bitte. Wieso waren Sie zu dem Zeitpunkt auf diesem Dach oben? Also, ich fange am besten von vorne an. Ja. Ich persönlich war für ein halbes Jahr in Japan. Mhm. Dort habe ich die Shaolin Kampfkunst erlernt. Sofern das jetzt was zu diesem... Ja, doch, das gehört okay. dazu. Und an diesem Ort, an diesem schönen Ort, habe ich meditiert. Aha. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Schüsse kamen, bin ich aufs Dach geflüchtet. Mhm. Aber ich habe 2 Schüsse abbekommen. Ja. Und habe eigentlich oben gewartet und auf Hilfe gewartet. Ja. Und dann kam sie schon, bevor ich überhaupt Bescheid sagen konnte. Ja. Ja, und das war's dann. Okay. Ja, was haben Sie denn da überhaupt gemacht? Also meditiert. Achso. Ich habe mir schöne Orte gesucht hier in der Stadt. Und das war auch einer der schönsten Orte. Mhm. Grün. Eigentlich hatte ich meine Ruhe. Ja. Wie kam es denn dazu, dass Sie eine Maske getragen? Das ist meine Traditionsmaske. Ah, ja. Okay. Haben Sie die zufällig noch? Da? Die müsste ich noch da haben, ja. Okay, das ist gut. Lege ich Ihnen einmal hier mit aufs Bett. Okay, danke. Und mein Telefon? Könnte ich das irgendwann wiederbekommen? Ihr Telefon habe ich Ihnen gar nicht abgenommen. Irgendjemand hat mir mein Telefon abgenommen. Ein Officer. Das habe ich, also Uni, das habe ich nicht. Ja. Das hat keine große Wichtigkeit, ich brauche das nur irgendwann wieder.
Ich glaube, meinen Kampfstab müssen sie auch noch haben. Ja, den habe ich da, den habe ich noch, den würde ich ihnen im Zuge dessen auch einmal wiedergeben. Okay. Ich bedanke mich. Gut, geht es Ihnen denn soweit jetzt wieder besser, oder Sie haben ja viel, ja, viel Blut verloren, habe ich gehört. Den Umständen entsprechend, ne? Mhm. Gut. Das heißt, wenn ich das recht verstehe, Sie sind unfreiwillig quasi ins Kreuzfeuer dieser Schießerei geraten. Richtig. Ich weiß nicht, von wo die Schüsse kamen, aber das war auf jeden Fall, ich glaube, ein Maschinengewehr oder so. Ich gebe hier einmal Ihnen das Handy. Ja, können Sie ruhig hinlegen irgendwo. Ja. Gut. Gut. Sie haben natürlich die Möglichkeit, sobald es Ihnen wieder besser geht, Strafanzeige zu stellen. Mhm. Dazu müssten Sie dann am NSPD dann kommen, ja? Okay. Gut. Dann, ja, wünschen wir Ihnen noch gute Besserung. Mhm. Und von unserer Seite war es das dann erstmal, ja? Alles klar, ich bedanke mich. Ja, ja, kein Problem. Dafür. Gut, dann gute Besserung, ja? Jo, danke. Gut. Dann lass uns mal weiter.